Herr Rühke, Ministerpräsident Kretschmann hat jetzt eine Entlastungsallianz gegründet. Was sagen Sie dazu? Ist das ein echter Neuanfang oder eine alte Sache nur mit neuem Namen? Ich fürchte, dass es nur darum geht, der Bevölkerung Sand in die Augen zu streuen. Denn es hat ja ab 2018 schon einen Normenkontrollrat gegeben, angeführt von Frau Meister-Schäufelen. Dieser Normenkontrollrat hat eine dreistellige Zahl an Vorschlägen gemacht. Viele davon haben wir im Übrigen schon 2021 in die Koalitionssondierungen mit Herrn Kretschmann eingebracht. All diese Vorschläge hätte man schon längst umsetzen können. Herr Kretschmann will diese Vorschläge aber nicht umsetzen, sondern er will nur so tun, als wolle er Bürokratie abbauen. Deshalb hat er jetzt Frau Meister-Schäufelen und andere aus dem Normenkontrollrat in die Wüste geschickt, macht sie zu Sündenböcken, sagt, die seien schuld, dass nichts passiert. Dabei ist es die Politik, die Landesregierung selber, die nichts umsetzt. Es ist absehbar, was passiert. Es wird eine neue Kommission eingesetzt. Diese neue Kommission macht wieder die gleichen Vorschläge und diese Vorschläge verschwinden wieder in den Schubladen der Villa Reitzenstein. Wir haben heute mit einem Fachhändler aus Worms gesprochen, der uns erzählt hat, er braucht wöchentlich 1,5 Stunden netto dafür, um alle bürokratischen Vorgänge abzuschließen. Das ist doch verrückt, das ist ja viel zu viel, die an Arbeitszeit verloren geht. Was glauben Sie, woran liegt das? Warum braucht er so viel Zeit dafür? Das liegt daran, dass die baden-württembergische Landesregierung ständig die Zahl der Beamten in den Ministerien aufbläht. Wir haben im Jahr 2011 beim Regierungswechsel einen Regierungsapparat mit weniger als 3.000 Beamten übergeben. Winfried Kretschmann hat jetzt inzwischen 4.500 Beamte in den Ministerien. Jeder muss irgendwo seine Existenz rechtfertigen und die rechtfertigt man natürlich am besten dadurch, dass man neue bürokratische Vorschläge macht, die dann in der Praxis umgesetzt werden müssen. Welche konkreten Vorschläge hätten Sie denn, um dieses Problem schnell und unkompliziert zu lösen? Ich würde ganz einfach den Vorschlag machen, dass Herr Kretschmann seine Schublade aufmacht, sich anschaut, welche sind die Vorschläge des Normenkontrollrats, diese Vorschläge dann umsetzt und Frau Meister-Schäufelen ein Lob ausspricht, statt sie zur Sündenböckin zu stempeln. Das sagt Hans-Ulrich Rühlke von der FDP Baden-Württemberg. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. Danke Ihnen auch.